Nee, das ist dann ja ordentlich anders. 50 mehr. Ey, es war so krass, ey. Die haben 100. Nein. Ja, naja. Wir haben jetzt noch einen weiteren Redebeitrag für Aid. Aber dann ist eine letztwege Atte von Erlek, lass doch mal rein. My name is Saeed Amira. I'm the West Bank village of Nalin. I would like to thank you all so much for your coming in this great demonstration to send a strong message to the people of Gaza who are the same people. But before I'd like to say briefly, I'd like to make a small comment because I see lots of flyers and lots of lists saying that war in Gaza, war in Gaza. Because the world war in Gaza is expressing that it's about two equal sides. This term is not, you know, it's not exact. There should be exact description because, you know, it's not about two equal sides. It's about occupiers and occupied. And that's why it should be war against Gaza. Because we are people under occupation and we have a very historical right to our case. So, but what I would like to say is that for many years, the Israeli occupation and many media in the Western world, unfortunately, they have been using lots of wrong propaganda about our case and about our just struggle and showing us as terrorists and try to dehumanize us every day. And when you dehumanize a human person, you can justify any crime you can commit upon them because simply they are not humans and they are less than any others. But the important point I want to make is that, you know, people become desensitized to the word 100 Palestinians dead, 1,000 Palestinians dead, because it's almost every part of everyday life. But they become more sensitized whenever they hear a very talented singer has been dead, and they have a much, much bigger outcome for this point. So the point I want to make is that the life is alive, and every human being is a human being. And the values, all values, must be touched. And once that happens, then equality becomes reality. And then we all can live in peace and harmony as we should in Palestine and all over the world. And thank you very much. Vor vier Jahren überfiel die israelische Armee den Gazastreifen und tötete über 1400 Menschen. Mit zahlreichen Demonstrationen forderten wir schon damals ein Ende der Angriffe und ein Ende der Abriegelung Gazas. Und wir stehen wieder heute hier und fordern die israelische Regierung auf, die Angriffe auf Gaza sofort einzustellen. Und wieder stehen wir heute hier und fordern von den Regierungen in den USA und Europa, ihre Unterstützung für Israel unverzüglich zu beenden. Und wir werden auch in Zukunft immer wieder auf die Straße gehen müssen, wenn wir es bei diesen kurzlebigen Protesten belassen. Wer darin keinen Sinn mehr sieht, wer es leid ist, die einseitigen Berichterstattungen in den Mainstream-Medien zu ertragen, wer es leid ist, immer und immer wieder die gleichen selbstverständlichen Forderungen zu stellen nach einer Einstellung der Angriffe, wer es leid ist, die täglichen Übergriffe, den täglichen Landraub und die täglichen Diskriminierungen zu bedauern, den fordern wir auf, sich der palästinensisch geführten internationalen Kampagne Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen anzuschließen, bis Israel seiner Verpflichtung nachkommt, den Palästinenserinnen ihr unveräußerliches Recht auf Selbstbestimmung zuzugestehen.
den Maßstäben internationalen Rechts entspricht. Lasst uns zusammen alle Firmen und deren Produkte boykottieren, die von der israelischen Politik von Kolonisation, Apartheid und Besatzung profitieren. Lasst uns zusammen den akademischen und kulturellen Boykott gegen diejenigen Institutionen verstärken, die von der israelischen Regierung finanziert werden und deren Verbrechen decken. Lasst uns zusammen Druck ausüben, damit die militärische Kooperation zwischen Israel und Deutschland beendet wird. Unterstützt und beteiligt euch an der internationalen Kampagne zu Boykott, Desinvestitionen und Sanktionen und fordert mit uns das Ende der Besatzung. Gleiche Rechte für alle Bürgerinnen Israels und das Rückkehrrecht für alle palästinensischen Flüchtlinge.